Wunderschön hier wieder, Panoramaweg. Komm hier hoch zu Ross, kommen wir hier an. Da ist die Altmühle. Mach das weg aus der Kamera. Oh, oh. Alpiner Weg hier mitten in Franken. Also halt Cross Country auf jeden Fall, aber es macht total Spaß. Oh, was? Flow Trail Ende, hä? Der geografische Mittelpunkt Bayerns. Heute Etappe 2, Eichstätt nach Kipfenberg. Und heute ist wieder schönes Wetter, kein Regen mehr. Gleich ein ordentlicher Anstieg hier. Aber das Gute ist, dass die Anstiege meist hier nicht so furchtbar lang sind. Schöne Hochebene hier mal wieder mit geil aussehenden Feldern und mit geil aussehenden Typen natürlich. Da am Waldrand lang und da hinten in den Wald rein. Also sind 500 Meter links Panoramaweg. Hat sau viel geregnet gestern Abend und gestern Nacht, glaube ich, auch noch. Heute wird dann super sonnig, aber jetzt ist alles noch nass und halt. Wunderschön hier wieder. Panoramaweg. Alter. Das Dschungel, im Schatten lässt sich's watten. Altmühl. Genau, das ist diese alte Pfünzer Brücke, das heißt, wir sind schon bei Pfünz. Ich fahre mal gerade hier zum Römerkastell bei Pfünznau. Ich weiß gerade nicht bei den beiden da, wer jetzt wer ist. Die sehen so gleich aus. Da stehen sie schon, die Römer. Mit den Grillen, da könnte man echt mal als irgendwo in Italien so ein Ding angucken. So, ja, sehr schöner Uphill Single Trail hier. So, hier ist ein alter Bergfried, Rest von der Burg, direkt an der Altmühl. Das sind die Rittersleute. Wir kommen hier hoch zu Ross, kommen wir hier an. Aufpassen, dass jetzt keiner abschießt. Geschäftstüchtige Jugend hier vom Dorf. Ne? Wie heißen die Dinger jetzt? Friem. Also wie Friemeln sozusagen. Ja, ja, und hier 50 Cent. Ihr habt gerade 2 bekommen, also kriege ich 1 zurück. Ach, 4 Euro. So, wieder auf dem Panoramaweg. Geil. Herrlich. Wie in der Provence wieder. Das ist ja fast ein kontinuierliches Skinny hier. Schon sehr schmaler Single Trail. So, gerade war wieder ein kurzer, ordentlich steiler Anstieg. Und gleich geht's schon wieder runter. Auf und ab. Mittagspause. Ich weiß nicht, ob die Kamera an ist oder aus. Ja, die ist gerade an. Achso. So, da oben ist nochmal Wacholderheide. Da sind wir jetzt nicht lang gefahren, weil da Naturschutzgebiet und Bikeverbot ist. Und da hinten ist Arnsberg mit Schloss Arnsberg obendrauf. So, schöner Trail hier rauf zur Burg Enzel. Oben angekommen, Schloss Arnsberg. Wow. Die Abfahrt war leider nur kurz, aber das ist halt hier immer so kurz hoch, kurz runter. Oh. Ah, das Schiebe ist auch mal wieder dabei. Burg Kipfenberg. Das Kipfenberg, da pennen wir heute Etappe, aber wir fahren noch ein paar Trails hier außen oben. So, jetzt Husarensteig oder Husarenweg oder so. Mach das weg aus der Kamera. Da sind auch schon ein paar Kettenblätter dran gewesen an dem Baum. Boah. Sehr geil bisher. Es hat auch auf und ab und so. Es ist kein Downhill Trail, aber trotzdem schön. Der Lenker ist nicht so breit, gell?
Ja, deiner ist noch viel schmaler als meiner. Also Lenker meine ich jetzt. Geil. Shit. Also irgendwie hier war doch auch echt kein Regen, oder? Ist alles voll trocken die ganze Zeit schon wieder. Hier runter, oder? Ja. So, Highline. Oh, oh. Nett runter gucken. Oh, shit. Hier kommt die North Shore. Oh, mein Lenker ist echt zu breit hier. Hä? Mein Arsch wahrscheinlich auch. Wow, geil, Mann. Ey. Sau geil, ja. Quasi ein alpiner Weg hier mitten in Franken irgendwie. Achtung, breite Lenker haben hier keine Chance. Oh. Ist aber anstrengend auch, hey. Alter, das ist anstrengend. Da unten wäre halt einfacher, ne? Conny und sein XC Race Hardtail sind hier in ihrem Element, ey. Ach, Scheiße! Schalten! Oh, fuck. Jetzt bin ich aber auch am Arsch. Also schon richtig geiler Trail, ey. Also halt Cross-Country auf jeden Fall, aber es macht total Spaß. Ja, gut, gute Follow-Cam von dir. Jetzt hier gerade, oder was? Ja, ich konnte ihm halt super hinterherfahren. Nicht so wie bei dir, du bist ja nicht. So, gerade über etliche Bäume geklettert. Kamera natürlich nicht angehabt. Ja, so Abenteuer hier mit den Trails. So, wieder ein Baum. Gerade noch ein längerer Anstieg, also für die hiesigen Verhältnisse vergleichsweise lang. So, Kressensteig hat der Trail jetzt. Richtung Kipfenberg wieder runter. Nice! Kann man schön laufen lassen. Ist geil. Kleine Hüpfer. Geil! Der Conny fährt nicht nur mit XC Hardtail, sondern auch ohne versenkbare Sattelstütze. Also super hohe Sattelstütze hat er. Krass. Respekt. Oh Mann. Ah. Ach shit. Oh, was? Flow Trail Ende hier. Oh, da war der Lenker zu breit. Schon sehr variabel hier alles. Alter.
Also mit dem 800 mm Lenker ist schon ein bisschen eng manchmal. Oh, hier zum Beispiel. Saugeiler Teil wieder. Hier der Conny mit seinem 100 mm XC Hardtail ohne versenkbare Sattelstütze, die super weit rausguckt. Fährt er das alles runter? Gibt's doch nicht. Ah, fast. Jawohl! So, ein letzter Anstieg zur Burg Kipfenberg und zum geografischen Mittelpunkt Bayerns. Ich glaube, hier kommt der geografische Mittelpunkt Bayerns. Guck mal, ob du die schaffst. Ich habe ein Problem mit Rechtskurven. Ja, geil, 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 geil. Ah, scheiße. Ah, doch, geil. Jo. Oh, die ist aber auch eng, ey. Krass. Ah ja, hier geht's ja. Kipfenberg in der zweiten Etappe, fertig für heute.